Was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wir spielen wieder Just Cause 4. Heute vielleicht mal ohne Bugs und sowas, ich hoffe. Auf jeden Fall machen wir uns auf den Weg zur nächsten Story-Mission. Achso. Ja, auf jeden Fall machen wir uns auf den Weg zur nächsten Story-Mission. Mit dem Flughafen, mit dem Sandsturm irgendwie, ich weiß nicht. Ne? Auf jeden Fall diese Caesars-Theorie machen wir jetzt. Wenn wir dann mal bald da sind. So. Landen wir auch gleich. So, da sind wir ja auch schon. Ja. So, da sind wir. Starten wir. Rico! Hör zu, Caesar, er verbringt einfach nicht mehr viel Zeit unter Menschen. Ist das der Geheimagent? Ja, das ist Rico. Mira sagte, du willst mir was zeigen. Beweise! Beweise dafür, dass das Wetterphänomen in Solis nicht natürlich ist. Hey, hier, kommt nach hinten bitte, da ist... Wer hat das dahingestellt? Einen Augenblick, ich hab's gleich. Oh, das habe ich schon gesucht. Okay, genau hier, einstecken und dann... Okay, will nur... Aber bitte denk dran, Caesar. Halt dich an die Absprache. Ja, okay, okay. Hey. Der Tornado, der die Stadt Nueva Voz vor 10 Jahren getroffen hat? Und Mina Vendaval ein paar Monate später. Mein Flugzeug. Alles zerstört von Tornados, die kontrolliert werden von den Reptiloiden. Scheiße, Caesar. Oder den Nordics. Ganz sicher nicht von den Greys. Keine Entführungen. Mira? Caesar! Ja, warte. Schau dir das an. Wie erklärst du dir das, hä? Taucht einfach so auf und kurz danach bildet sich ein Tornado drumherum. Erkennst du das? Spiel's nochmal ab. Du hast es auch gesehen, oder? Fahr fort. Gesehen habe ich es hier und hier. Das ist bei Yapa und das ist Zona 3. Ein Alien-Wetterlabor. Eine Wetterforschungsstation. Sowohl Yapa als auch Zona 3 werden finanziert von... Oscar Espinosa. Er steckt hinter allem. Wenn er überhaupt ein Mensch ist. Gehen wir mal davon aus, okay? Dieses UFO ist also ein Kern, mit dem wir uns ins Japan-Netzwerk hacken können? Wenn wir es erreichen, ja. Unmöglich! Es ist in einem Tornado! Was wäre, wenn ich rein springe? Reinspringen? Ins Auge eines Tornados? Also, wie können wir das schaffen? Fangen wir mit denen hier an. Gehen wir es noch ein letztes Mal durch, okay? Okay. Wir fangen und vergrößern einen Tornado. Dazu benötigen wir die Windkanonen aus dem Alien-Wetterlabor. Zona 3. So steuern wir ihn zur Hauptstadt. Die genauen Positionen für die Windkanonen... Ermittle ich mit der Radarausrüstung in Ojo de la Pradera. Und wir müssen den Tornado orten und verfolgen. Ich fahre den Sturmjäger. Für den Bau des Sturmjägers
Ja, ja. Dafür bringen wir die Alien-Wetterverfolgungstechnik aus dem Alien-Wetterlabor. Caesar. Aus Sona Tres. Zu Prisa Automobil. Und zum richtigen Zeitpunkt schaltet die Armee die Windkanonen rund um Mina Vendeval aus. Auf diese Weise zieht der Tornado dann nach Nueva Boss. Dass die Armee vorher evakuiert. Wir bauen einen Ring aus Windkanonen um Torre Espinosa. Dort lassen wir den Tornado wachsen, bis er groß genug ist. Dann springe ich rein, lande auf Caesars UFO und mache irgendwas. Was denkt ihr? Ist total irre. Und deshalb funktioniert es. Läuft auf jeden Fall. Okay, cool. Die Mission haben wir abgeschlossen, obwohl wir nichts getan haben, außer zugehört. Dann gucken wir mal, was wir jetzt machen. So, ich muss Region Tierras Bayas und... Wo ist denn Tierras Bayas? Sichern, wo ist denn das? Da. Oh, was ist denn jetzt los, Digga? So, wo war das jetzt? Das muss ich sichern. Dann machen wir das jetzt, würde ich sagen. Wo sind wir überhaupt? Ja, gut. Wir müssen das auf jeden Fall machen. Und Landeras Sur. Wo ist Landeras Sur? Landeras, wo ist Landeras? Bin ich gerade blöd? Landeras Sur. Ah, da. Das müssen wir auch noch machen. Gut, dann machen wir jetzt erstmal die Mission, dann machen wir die andere Mission. Dann gucken wir uns erstmal ein Flugzeug hier. Dann können wir uns hier irgendwie ein gutes holen. Mal schauen. Nehmen wir einfach mal das, würde ich sagen. So, mal, wie groß ist das Flugzeug, was da drin ist? Oh, okay. Muss los. Wow, wow, wow. Das ist ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Es buggt ja überhaupt nicht, das Spiel. Das Spiel buggt nicht. Nein, das sind keine Bugs. Das ist alles ein Feature. Das ist alles ein Feature. Das ist okay. Ganz schnell weg hier. Schön, danke schön, dass es auch mal funktioniert hat. Wow. Dann mal los. Wow. Befreie mich immer noch manchmal, wie... Schafft man es mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Kiste, so ein großes Flugzeug herbeizuzaubern? Ich denke, es ist auf jeden Fall groß. War nicht sonderlich schnell. Ja,
60 ist Maximum. Können wir damit ein Looping machen? Also so eine Rolle? Feindlicher Flieger entdeckt. Waffenbereit machen. Ja, können wir. Bin kein feindlicher Flieger, also bitte. Schön großes Flugzeug auf jeden Fall. Lässt sich gut fliegen. Kann bestimmt auch gut als Einschlagsobjekt benutzen, oder? Haben wir noch einen Tornado? Das ist gleich Boom. Mach Boom. Ich warte. Aber das Ding einfach noch landet irgendwie. Keine Ahnung, fahr alleine. Warte, jetzt Boom. Wow, ist einfach weg. Selbst gesagt, Rico. Treffen wir Espinosa da, wo es ihm wehtut. In seiner Geldbörse. Er lässt den Prisa Auto Fahrzeuge für Solis Einwohner produzieren, die sich die Importe nicht leisten können. Ja. Und jetzt? Ich bin jetzt da, und jetzt? Betrete die Fabrik von Prisa Automobil. Diese Fabrik ist weitgehend automatisiert. Ohne Computer kann man da gar nichts herstellen. Aber Izzy hatte einen Weg gefunden, um, Ach, lass mich einfach rein. Wir überladen das Stromnetz und verschlüsseln dann alle Systeme. Dann ist die Fabrik nutzlos. Okay. Wie überlade ich das Stromnetz? Die Fabrik wurde schon mehrere Male erweitert. Wenn du sämtliche Stromkreise auf einmal aktivierst, wird das Stromnetz in die Knie gehen. Startet das System dann neu, schalte ich es aus. Du hast von drei verschiedenen Qualitätssicherungsabschnitten Zugriff auf das Stromnetz. Okay, von wo denn? Warte. Ach nee, schon wieder. Was brauche ich für ein Fahrzeug? Sieht aus, als wären die Gebäude versiegelt. Irgendeine Art Scanner. Öffnet sich vermutlich nur, wenn ein Fahrzeug vorfährt, das für Testzwecke freigegeben wurde. Die Konsole sollte dir verraten, nach was du suchst. Hier braucht man einen Prisa Sol? Okay, Prisa soll. Müsst ihr hier finden irgendwie, ne? Wo ist denn der Prisa soll? Prisa soll. Das Ding? Ist das so einer? Puh, das war nett. Oh, was ist ein Prisa soll denn bitte? Ist das ein Prisa soll? Nein. Wo soll ich denn wissen, was ein Prisa soll ist?
Also ich denn wissen, was ein Quetzal ist. Das ist ein Quetzal? Ah, der Sol Viente Uno, ein schickes Teil. Das sieht schön aus, ja. Aber gar kein Nitro, das Ding. Ist ja schade. So. Wow. Wow. Ja, das hat funktioniert. Jeder der Schaltkreise versorgt einen anderen Bereich in der Fabrik mit Strom. Du musst die Versorgung in allen Bereichen aktivieren. Das kriege ich schon irgendwie hin. Okay. Hast du einen Ausweis, mein Freund? Nee, aber ich habe eine Waffe. Gefällt mir das Ding. Aktiviere den Schalker, ja, wie denn? Ah, okay. Ich muss diese Emporkömmlinge im Zaum halten. Ich glaube, Schwemmaufflug. Begebe mich zum Einsatzgebiet. Suche nach Feindbeamten. Zentrale. Wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Ich bin nicht in der Luft. Eindringling auf dem Gelände. An alle Einheiten. Ziel angreifen. Luftunterstützung ist unterwegs. Das ist richtig. Und hier braucht man ein Azur Tres? Azur Tres. Das ist auf dem Weg dahin. Das ist natürlich das einzige Fahrzeug, was da steht, glaube ich mal. Gehe ich mal von aus. Gut. Das ist so ein Azotress, denke ich mal. Hat Angriffe eingestellt. Oh, das wird bestimmt lustig. Oh, der hat sogar Nitro. Die erste Auto, das ist schön. Also sieht scheiße aus, aber der Sound gefällt mir. Oh ja, der Sound gefällt mir richtig. Wir haben das Ziel verloren. Kampfbereitschaft aufgehoben. Kontakt. Verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Und los. So. Machen wir so. 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 Wir schicken noch einen Trupp an eure Position. Ich bin raus. Wow. Bin ich schnell. Bin ich schneller als ihr. In diesem Gebäude wird die Vivesa getestet, ein Motorrad. Ich muss eins finden.
Ja, dann muss ich dahin. Motorrad. Privesa Vivesa. Ne, Prisa Vivesa. Was ist das? Das gefällt mir. Dann mal los. Motorradfahren ist hier echt eklig. In dem Spiel ist Motorradfahren das ekligste, was es gibt. Oh Gott. Ja, okay. Logik ist da. Motorradfahren easy. Aber ist echt scheiße. Für das, also mit dem Spiel macht es keinen Spaß. Das Fahrzeug ist doch eklig. Also Motorrad ist echt eklig hier. Meine Stimme fast weg. So. Ich bin kein Gegner. Bin der Samariter der guten Stunde. Ich bin drin. So. Eins. Zwei. Drei. So. So und so und so. Ne. So. Irgendwas ist schief gelaufen. Das System ist aus, aber ich sitze hier fest. Was zur Hölle? Hey, such nach Schaltkreisabdeckungen an den Wänden. Und puste sie voll Blei? Hab verstanden. Und ich bin raus. Was jetzt? Stöpsel dich an der Konsole ein. Den Rest erledige ich. Welche Konsole? Schicken sofort weitere Einheiten los. So. Du bist drin, Izzy. Das System gehört mir. Bleib in der Nähe. Rico, ja, klar. Die schwarze Hand hat sich in Bewegung gesetzt. Oh. Wir haben einen Eindringling. Bye bye. Wie läuft das, Izzy? Ich arbeite noch dran. Bleib in der Nähe und halt die Klappe. Ciao, ciao. Easy. Noch 10 Sekunden. Geschafft. Das System ist vollständig verschlüsselt. Niemand wird die Fabrik mehr nutzen, solange ich das nicht erlaube. Und ich gebe dem Hauptquartier der Schwarzen Hand Entwarnung. Ja. Gute Arbeit, Izzy. Ich glaube, ich drehe mit einem dieser Dinger mal eine Runde.
Ich glaube, ich drehe mit den Dingern eine Runde. Du hast doch nichts dagegen, oder? Erstmal machen wir ein bisschen kaputt hier. So. Räumen wir ein bisschen auf. Noch zum kaputt machen. Ah, da ist noch ein bisschen was. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. So, super. Können wir ein bisschen Chaos machen? Brauchen wir sowieso ein bisschen Chaos für mehr Truppen. Ja, hier haben wir noch was. So. Dann haben wir hier noch ein bisschen was. Zerstören. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. Jetzt haben wir noch ein bisschen was. Da haben wir noch ein bisschen was. Ja, sieht gut aus. Noch ein bisschen was. So, hier spielen wir auch noch ein bisschen Musik rein. Sieht gut aus. So, jetzt fliegen wir. Also erstmal befreien wir diese hier jetzt. Und als nächstes holen wir uns jetzt das Ding. Holen wir uns erstmal das Ding. Das ist wie weit weg? 5 Kilometer, das machen wir mal eben, würde ich sagen. Sichtkontakt verloren. Leite Suche ein. Zurück auf eure Posten. Das Ziel ist verschwunden. Mögliche Bedrohung. Schau mir das mal an. So. Ah, das haben wir los mal angreifen. Zentrale, haben Feindkontakte. Erwähne Befehle. Helikopter im Anflug. Begebe mich zum Einsatzgebiet. Hey, Zentrale! Er ist in einem Helikopter! Wir haben verstanden. Feind ist in einem Helikopter. Das nächste Ding. In der Region liegt ein Geheimlabor namens Sona Tres. Dort werden Luftströmungen und Wind erforscht.
Klingt vielversprechend. Irgendwas Brauchbares? Laut meinen Informanten gibt es dort eine Maschine namens Windnest. Ja, hier. Der Hauptprozessor der Maschine dürfte uns einige gute Daten liefern. Versuche das Windnetz. Ja, wie? Okay. Ich bin auf ein Labor gestoßen, das um eine Art runde Maschine gebaut wurde. Sie bewegt eine Menge Luft. Das muss das Windnetz sein. Wow, nein. Lass mich doch weg. Dafür muss ich erst den Luftstrom abschalten. Sind da irgendwelche Generatoren oder Sicherungen zu sehen? Jo. Luftunterstützung ist unterwegs. Jo. Was muss ich umlegen? An alle Einheiten, Position halten. Sicherungen. Wo sind die Sicherungen denn? Ist ja keine Sicherung. Sehr aktuell keine Sicherung. Null. Wow. Ja. Muss los. Wo ist diese Sicherung? Wo ist... Ach, da. Einen Trennschalter umgelegt. So einen haben wir fertig. Noch mehr. Dieses Windnest verbraucht sicher viel Energie. Ja, da unten drin ist wahrscheinlich auch noch einer. Ne? Oh nein. Wo doch? Ha. Muss los. Ja, aber wie schalte ich den denn aus? Gegner haben Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach ihm offen. Da muss ja safe sein. Komm schon. So. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Ich krieg ihn einfach nicht ins Visier. So, und dann gehen wir zum nächsten Punkt, würde ich sagen. So. Wo haben wir denn den nächsten Punkt? Da ist doch das Ding. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Nö. Muss aber auch irgendwo sein. Ups, das war doch. Mach das mal. Ich guck mal, wo ich hin muss. Da ist er, oder? Ne, das ist Waffen. Würde ich auch nehmen. Zeit, was in die Nein, Luft zu das will ich nicht. Das will ich. Ist er hier unten drinne? Ja. So, drei habe ich von 3 von 4 habe ich fertig. Und das ist das nächste. Ich hab den Gegner gefunden. Scheiße. Ah,
Klingt, als hätte es aufgehört. Izzy ist bereit, dir beim Hauptprozessor zu helfen. Begib dich jetzt dahin. Ja, ich bin auf dem Weg. So, nimm das Laufwerk. Rico, bevor du... Was? Okay, schließ es an den Transmitter an, den ich markiert habe. Schnell! Bin schon auf dem Weg. Die Schwarze Hand nutzt oft gekühlte Laufwerke für ihre Systeme. Ist eine Sicherheitsmaßnahme. Wenn das Laufwerk zu heiß, ist es unbrauchbar. Bring es zu diesem Transmitter, dann komme ich an die Daten. Da kommen wir jetzt hier rein? Ah, hier. Nee. Kein weiterer Kontakt. An alle Einheiten. Wachsam bleiben. Und dann wieder reinpacken. Ist angeschlossen, Izzy. Okay, ich arbeite dran. An alle Teams, nicht autorisierter Zugriff am Forschungskuppeltransmitter. Haltet sie um jeden Preis auf. Pass auf, dass der Transmitter nicht zerlegt wird. Belastend, oder? Sorry, das war keine Absicht. Was ist jetzt los? Lull. Ich habe hier einen Heli auf dem Schirm. Haltet die Augen offen. Nein. Ja. Digga, wer schießt denn da? Du Wichser, Alter. Ja, ich muss wieder nach oben. Och, dieser scheiß Helikopter, ne? Ich hab die Verbindung verloren. Dabei hatte ich es fast. Ja, fast. Digga, ich komm da nicht hoch. Die Schwarze Hand hat Störsender aktiviert. Ich markiere dir ihre Position. Willst du mich verarschen? Ich hab ganz andere Probleme. Verbindung gestört, ja. Als ob das Ding so lange durchhält, Alter. Ohne Spaß, Alter. Ja. Ziel wurde zuletzt auf dem Gelände gesichtet. Bereithalten. Ja. Was soll ich denn da... Ja, wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich denn das schaffen? Das kann ich doch gar nicht schaffen. Wie soll ich denn das bitte schaffen? Ja, aber das Ding ist kaputt. Okay, halt den Transmitter nur noch ein bisschen am Laufen. Willst du dich verarschen? Ja, GG. Ja, wie soll ich das denn machen, bitte? Das stellen Sie sich so einfach vor. Ah, hier darf ich wieder starten. Okay, ich arbeite dran. An alle Teams, nicht autorisierter Zugriff am Forschungskuppeltransmitter. Haltet sie um jeden Preis auf. Pass auf, dass der Transmitter nicht zerlegt wird. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet.
Muss man immer irgendwie einmal sterben, damit es einfacher wird, oder was? Hab die Daten. War ganz leicht. Ja, genau. Ganz leicht. Alter, willst du mich verarschen? Das sind Peter weiter an Daten. Bring die Daten zu Mira. Hoffentlich sind wir damit der Vernichtung von Iyapa einen Schritt näher. So. Was machen wir denn als nächstes hier? Das ist befreit. Das ist auch befreit. Und dann machen wir jetzt die Mission. Also erstmal mache ich mir einen Cut. Dann machen wir diese Mission. Obwohl, scheiß drauf. Nein, wir machen einfach weiter. Wird halt eine längere Folge. Aber wo wir schon mal hier sind, machen wir es einfach direkt weiter hier. Ja. So. So. Was geht's abwärts? Zusätzliche Einheiten der schwarzen Hand sind unterwegs. Und starten mit Mission Windläufer. Bringen wir das Ding bis 5 Uhr früh rein, ja? Gut. Wir sind bereit. Legen wir los. Die restliche Sturmjägerausrüstung wird gerade verladen. Die Daten, die ich gezogen habe, waren sie aufschlussreich? Caesars UFO? Ich hatte recht. Das ist einer der Prototypkerne, aber er ist beweglich. Er stört die in der Umgebung befindliche Lufttemperatur und dadurch erzeugt die Maschine einen künstlichen Aufwind und... Sekunden später... Rollt ein Tornado durch Sullis. Espinosa testet seine Wetterwaffe an seinem eigenen Volk. Und erzählt uns, Iyapa wäre unsere Rettung. Aber von hier können wir den Tornadokern nicht steuern, außer... Du schaffst es, das hier in seine Flugsteuerung zu stecken. Dann kann ich das System übernehmen und ihn vom Iyapa-Netzwerk trennen. Dafür musst du aber dicht ran. Warst du schon so nah an einem Tornado? Oder in einem drin? Wo ist Caesar? Er hätte längst hier sein sollen. Ach, ich bin mir nicht sicher, ob er schon bereit für das alles ist. Wollen wir wetten? Hast du bekommen, was ich wollte? Klar doch, hier. Ultraschall-Windmesser? Ja. Bildkonsole? Caesar, CB-Antenne. Alles, was du haben wolltest, steht bereit. Hm? Ich fliege. Da fühle ich mich gleich viel sicherer. Ich fliege den Helikopter nach Prisa Auto. Auf geht's. Klingt sehr sicher für mich. Okay, aber du bist noch nie mit ihm geflogen. Bauen wir einen Sturmjäger. Wow. Oh, Gut. Du bist so ein Ding schon mal geflogen, oder? Ich habe nur einen Moment gebraucht, um mich an den Pendeleffekt zu gewöhnen. Und los! Jungs, die schwarze Hand hat Straßensperren errichtet. Seid vorsichtig. Ja. Werden die auf uns schießen? Ja. Nein, dafür werde ich schon sorgen. Hast du jemals mechanisches Versagen gelesen? Willst du mir irgendwas sagen? Was? Nein, nein. Ist ein gutes Buch. Alles okay. Als ich für M-Savion geflogen bin, habe ich alle Flugzeuge vor dem Start überprüft. Okay. Okay, Caesar. Ich war ein erstklassiger Pilot, aber wenn man bei einem Routineflug ein außerirdisches Raumschiff sieht und das meldet, aber keiner einem glaubt und man danach Umwege fliegt, um Fotos zu machen, aber trotzdem alle sagen, man sei verrückt, dann... Naja. Dann fliegt man raus? Ja, dann fliegt man raus.
Aber wenn wir den Tornado erwischen und das Raumschiff, das da drin ist, und wir der ganzen Welt gezeigt haben, dass Espinosa ein Außerirdischer ist, ja, dann werden wir ja sehen, wer zuletzt lacht. Was, wenn er kein Außerirdischer ist? Du wirst schon sehen. Rico, Caesar, wir haben vor euch Stellungen mit Boden-Luft-Raketen entdeckt. Was? Bleib einfach etwas zurück, Caesar. Ich kümmere mich um die Raketen. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf dem Gelände. Okay, dann kümmern wir uns mal um die Raketen. Verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Das war Nummer 1. Nummer 2. Eine Stellung noch. Das ist sowas von befriedigend. Wir nähern uns dem Kontaktpunkt. Wie soll ich denn die zerstören, bitte? Oh, ich weiß wie. Steuerung ausgefallen. Wir stürzen ab. Der Feind ist in einem Panzer. Der Weg ist frei, Caesar. Verstanden. Ich bin kein Eindringling. Bin auch nicht feindlich. Panzer sind unterwegs, werden in Kürze eintreffen. Doch. Feindliche Helis unterwegs zu eurer Position. Grundgütiger! Sie sind hinter mir her! Caesar, hör zu. Flieg einfach weiter. Ich gebe dir Deckung. Du schaffst das. Einfach weiterfliegen. Klar, okay. Ich schaffe das. Helikopter im Anflug. Ja, und ich habe gar keine Zeit dafür. Gegner hat Angriffe eingestellt. Haltet die Augen nach ihm offen. Ne, Angriffe kann man nicht eingestellt nennen. So. Weiteren Raketenstellungen, Caesar. Okay. Verstanden. Geh in den Schwebeflug und warte, bis die Luft rein ist. Okay, ich kümmere mich drum. Das ist der nächste Panzer, den wir brauchen. Zentrale, wir haben einen Eindringling auf Pech gehabt. Wow. Nein, ich hab keinen Panzer, sieht nur so aus. Feind ist in einem Panzer. Wo ist die Raketenstellung? Ist wo? Ja, diese Steuerung ist echt scheiße. Ey, ganz ehrlich, komm scheiß drauf, Alter. Ich muss los, Alter.
Alles klar. Okay. Okay, alles sauber, Cesar. Jungs, vor euch sind einige unserer Raketenstellungen. Die werden euch die schwarze Hand vom Hals halten, nachdem ihr sie passiert habt. Helikopter im Anflug. Begeben mich zum Einsatzgebiet. Ich brauch das Ding. Danke. Wir sollten jetzt erstmal Ruhe vor der schwarzen Hand haben. Jetzt ja. Dann ab nach Prisa Auto. Das war gute Arbeit, Cesar. Wirklich? Sehr schön. Bringen wir diese Ausrüstung rein, damit du dich an die Arbeit machen kannst. Alles klar. Gehe in Position. Du musst die Aufzugsequenz auslösen. Machen wir es mal eben. Mit der eingebauten Wetterverfolgungsausrüstung liegt das Gesamtgewicht bei 7500 Kilo. Hervorragend, windgeschützt. Aber jetzt fehlt im Innenraum noch die Alufolie. Ja, du da hinten. Wieso brauchen wir für den Sturmjäger denn Alufolie? Reptiloide benutzen für ihre Waffen bewiesenermaßen Gammastrahlen. Aber Alufolie nutzt nichts. Du benötigst mindestens 5 cm Blei bei Gammastrahlen. Oh. Okay. Zurück an die Arbeit, Leute. Sieht sehr gut aus. Kompositplatten. Ist das Panzerglas? Ich hielt das für angebracht, nachdem auf uns geschossen wurde. Wie viel PS? 625. Passiert das oft? Dass auf mich geschossen wird? Nicht wirklich. Ja, ständig. Am besten, du gewöhnst dich einfach daran. Und wie mache ich das? Keine Ahnung. Spiel öfter die Zielscheibe. Kein Kassettendeck? Dachte, das wäre nicht so wichtig. Du findest Musik also nicht so wichtig? Ich dachte mir, ein tornadosicherer Sturmjäger wäre wichtiger. Ja, und natürlich ist Musik auch wichtig, sicher. Gut. Sag Bescheid, wenn er fertig ist, hm? Okay, ich baue noch ein Kassettendeck ein und übe schon mal als Zielscheibe. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, dann machen wir hier mal einen Cut. Und dann sehen wir uns... Sorry. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.